in Einstein, gar nicht so weit von Basel entfernt, hat man einmalige Voraussetzungen, geologische, für den Anbau von Pinot Noir, nämlich die gleichen Böden eigentlich wie in Burgund. Und die Familie Keller hat mit einer befreundeten Familie dort investiert. Und das ist jetzt etwa der dritte Jahrgang, den sie gemacht haben. Und die Weine sind wirklich vorzüglich. Also wer Pinot Noir gern hat, aus dem Burgund oder so, der wird sich hier daheim fühlen. Es ist ein sehr burgundischer Pinot Noir, auf der leichten Seite, noch etwas jung. Also ideal wäre, wenn man noch etwa zwei Jahre liegen lassen könnte. Aber er macht bereits jetzt Freude. Allerdings sollten Sie ihn unbedingt dann vorher dekantieren. Das tut ihm sehr gut. Wunderbare Finesse, wirklich sehr schön.